USB-C, brachial schnell. USB ist natürlich nicht der Name von irgendeiner Person, die irgendetwas hergestellt hat. Nein, USB ist einfach nur die Abkürzung für Universal Serial Bus. 1996 haben sich mehrere Firmen wie IBM, NEC und Microsoft und natürlich viele mehr, auch andere, haben sich an einen Tisch zusammengesetzt und haben überlegt, wie können wir die ganzen unterschiedlichen Anschlussarten an einem PC ändern und vereinfachen. Also haben sie sich zusammengesetzt und haben getüftelt und probiert und gemacht und getan, um dann Ende 1996 USB 1.0 auf den Markt zu bringen. USB 1.0 hatte damals eine Datenübertragungsrate von sage und schreibe theoretischen 12 Mbit. Ihr sagt jetzt, ja, das ist nicht viel. 1996, wie schnell waren denn da die PCs? Genau, da hatte man noch Zeit. Da waren sogar 12 Mbit schnell. Einfach mal ein USB-Stick rein. 256 MB speichern. Jo, ich brauche vielleicht kein Floppy-Disk mehr. Aber einfach nur auf den Markt bringen und sich freuen, ist leider nicht. So haben sich natürlich auch viele Fehler und viele Unklarheiten eingeschlichen, die behoben werden mussten. So hat es ganze 2 Jahre gebraucht. Also Ende 1998 kam dann das Update USB 1.1 auf den. Aber die Geschwindigkeit blieb gleich. 12 Mbit. 2000 USB 2.0 war ein Riesenfortschritt, denn wir sind von sage und schreibe 12 Mbit auf 480 Mbit. Das hat 2 Jahre gedauert. Und wenn man mal vergleicht, 2000, wie waren da die PCs? Da war USB 2.0 doch schon einiges, meiner Meinung nach. Ja, mit USB 2.0 haben es die Firmen dann auch endlich geschafft, nicht nur die Datenübertragung von Speichermedien hin und her zu schicken, sondern haben es auch geschafft, Maus, Tastatur, Audiogeräte und so weiter, alles mit anzubinden. Das heißt, die alten Stecker, vielleicht kennt ihr sie ja, diese grünen und pinken Stecker, gab es dann urplötzlich nicht mehr. So wie heutzutage, alles USB, zack, zack, fertig, voll erkannt, gut ist es. 2008 USB 3.0, theoretisch 4 Gigabit die Sekunde, Hammerleistung, haben wir heute noch. Was ist es heute auch? Ah, viel. Ihr seht oder ihr wisst, wie schnell und wie stark unsere PCs heutzutage sind, aber 4 Gigabit die Sekunde ist ein Haufen Zeug. Ja, 2014, der große Durchbruch, USB 3.1, auch genannt USB-C. 10 Gigabit, rechnerisch sind das 1,2 Gigabyte in einer Sekunde. Das ist geil, aber nur theoretisch. Warum? Ist eigentlich ganz einfach. Es ist nicht überall hochwertiges Material verbaut. Nehmen wir als Beispiel einen USB-Stick, von mir aus 500 Gigabyte, ist ja scheißegal. Hergestellt aber in Taiwan oder in China oder in, scheißegal, einfach eins von diesen Billigherstellungsländern. Die verbauen natürlich nicht diese Materialien wie jetzt Schleichwerbung, SanDisk oder Cursor, oder ist ja scheißegal. Dementsprechend ist da die Datenübertragungsrate natürlich ganz anders wie von hochwertigen Materialien. Also theoretisch ist es möglich, muss aber nicht. Auch in den Mainboards unterscheidet sich natürlich das ganze Materialzeug, was alles verbaut wurde. Es ist natürlich nicht so schlimm wie jetzt in diesen billigen USB-Sticks, aber man merkt selbst da Unterschiede zwischen, ich sag mal, hochwertigen Gaming-Mainboards zu 0815 Homeoffice-PCs. USB-C oder USB 3.1 ist natürlich nicht nur brachial schnell in der Datenübertragung, in der Theorie, sondern ist natürlich auch fähig, Audiosignale zu übertragen und vor allem Videosignale. Wieso betone ich das? Ja, geil! Ich packe meinen Rechner, stelle ihn in den Keller. Ich packe mir meinen Bildschirm, stelle ihn auf den Schreibtisch. Ein einziges Kabel.
angesteckt, an Bildschirm, angesteckt, im Keller, im Rechner. Und ich habe alles, was ich will. Ist natürlich ein bisschen doof, den Rechner immer ein- und auszuschalten, aber es ist ein anderes Thema. Maus, Tastatur und vielleicht ein externes Laufwerk. Alles an Bildschirm herangestöpselt. Und ihr habt einen voll funktionsfähigen PC an eurem Arbeitsplatz stehen, obwohl er gar nicht da steht, sondern halt unten im Keller. Das heißt, ihr habt viel mehr Platz auf eurem Schreibtisch, ihr habt keinen Lärm, sofern er natürlich noch Lärm macht. Traumhaft, also für mich zumindest. So viel zu den kleinen Infos über USB. Vielleicht hat es euch ein bisschen interessiert, aber vielleicht habt ihr ein bisschen was gelernt. Ich wünsche euch viel Spaß damit, mit diesen Informationen. Der Schluss war scheiße.